Der 18. Mai ist ein besonderer Tag für uns Rheinland-Pfälzer. Es ist unser Verfassungstag. Auch unser Geburtstag. Rheinland-Pfalz wird 70 Jahre, 7 Jahrzehnte. Die sind sehr bewegt, zumal für ein Bundesland, das am Anfang sehr künstlich galt, als ein Retortenland, das so zusammengeschnitten worden ist als Rheinland-Pfalz, wo viele dachten, das wird nicht funktionieren. Und es sind über 40 Jahre CDU-Regierungen gewesen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Land zusammenwächst. Und ich glaube, wir haben es in diesen 70 Jahren, unabhängig der Parteizugehörigkeiten, geschafft, dass Rheinland-Pfalz ja auch ein Lebensgefühl geworden ist. Nicht nur ein Land der Reben und Rüben, sondern viel, viel mehr. Und an 70 Jahren rheinland-pfälzischer Geschichte lässt sich sicherlich auch ablesen, wie wichtig es ist, Selbstverständlichkeiten in Zeiten, wo Selbstverständlichkeiten in Frage stehen, zu verteidigen. Also es geht um die Freiheit, um die Meinungsfreiheit, um die Pressefreiheit, um die Bürgerrechte und natürlich um unsere Lage im Herzen Europas. Wir profitieren davon und wir leben und lieben die offenen Grenzen in Europa zu unserer Nachbarschaft. Und deshalb werden wir natürlich auch am Verfassungstag daran erinnern, dass jede Generation das verteidigen muss, was sie an Gutem auch von ihrer vorherigen Generation geerbt hat. Und was wir weitergeben müssen, sind offene Grenzen, ein offenes Land, in dem Rechtssicherheit und Ordnung herrscht, aber auch vor allen Dingen unsere Bürgerrechte. Und deshalb freuen wir uns auf den Verfassungstag, 18. Mai in Mainz.